16. ünite Dizats artın Cümle çeşitleri Sayfa 378 En basit sınıflama Aussagesatz Die meisten Menschen lesen gerne Zeitung. Ve Fragesatz Warum lesen sie keine Liebesromane? Ja, nein, Fragesatz Lesen sie gerne Zeitung? Imperativsatz Lesen Sie diesen Brief. Eigentümer-Schnüffler-Madewellen-Örnekler Wie fleißig unsere Schüler sind. Das ist ja schön. Lang lebe der König. Seife 379 Gott möge dich schützen und bewahren. Es lebe die Freiheit. Hätte ich doch meine Mutter gehört. Möge er verflucht. Ach wenn ich das wüsste. Wenn doch jemand das Essen kochte. Wir sollen uns beschäftigen. Gib, wer gibt. Gib ihm eine Chance. Gib nicht. Gib das bloß nicht dem Lehrer. Sei vorsichtig. Seifo an. Lebst du in Istanbul? Wer bist du? Was kann ich tun? Warum sind wir hier? Ich bitte dich, etwas ruhig zu sein. Es wäre mir lieb, wenn du das Essen kochtest. Du kannst mir bestimmt sagen, ob das Essen schon gekocht wurde. Ich wünschte, sie kochte mal das Essen. Ebru hat das Essen gekocht. Seife mastar Ich laufe ohne zu so schwitzen sie haben keine zeit um die kinder zu amusieren ich gehe zur arbeit um geld zu verdienen in die ferien zu fahren ist eine schöne sache ich denke nicht daran zu gehen von sonne gebräunt kamen wir vom urlaub zurück lachend kam sie auf mich so Cümledeki fonksiyonlarına göre yan cümleler. Özne cümlesi. Subjekt zat. Das du mir hilfst, freut mich sehr. Es freut mich sehr, das du mir hilfst. Ob ich gewinne, ist unsicher. Wohin ich gehen werde, steht noch nicht fest. Auf das Ergebnis zu warten, ist schwer. Tümlet cümlesi. Objekt Ich will, dass du wieder gesund wirst. Wir hoffen, dass wir bald wieder kommen können. Sie sah, wie ihre Hoffnungen erlöschen. Ich weiß nicht, ob ich eifersüchtig bin. Wir beschlossen, eine Pause zu machen. Ich werde was ich will. Das Richtigste ist, dass er sich entschuldigt. Ich bin geworden, was ich immer schon werden wollte. Tamlama Jümlese, Attributsatz. Ilgi Jümlese, Relativsatz. Die Tasche, die du mir geschenkt hast, ist wirklich ganz elegant. Das, was sie sagt, rettet mich. Sayfa 385 Ortaç yapılı tamlama Partisipiyel konstrüksiyon Der Zenger in Algerien geboren, wurde in Europa ein Star. Zarf cümlesi Adverbial sat. Zaman cümlesi Der Temporal sat. Als der Wind immer heftiger wurde, war die Sonne nicht mehr zu sehen. Die Kinder erlebten viele Abenteuer, während ihre Eltern fort waren. Nedanjumnese. Der Kausalsatz. Ich muss jetzt schlafen, weil ich morgen ganzen Tag arbeiten soll. Weil es regnet, kam er mit seinem Auto in die Schule. Schadjumnese. Der Konditionalsatz. Wenn ich Zeit habe, Gehe ich heute Abend ins Kino? Falls es schneit, gehe ich lieber zu Fuß. seifer Wenn du morgen kommen würdest, könnten wir zusammen etwas unternehmen. grümnisse Der Konsessivsatz. Ich gehe mit dir, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe der konsekutivsatz es tut mir leid dass du krank bist dass du krank bist tut mir leid ja junglesse der lokalsatz egal wo du auch bist ich denke immer noch oft an dich er ist immer dort wo seine freunde ihn brauchen der ort wo ich geboren wurde, ist nicht weit von hier. Tals-Gymnase, der Modalsatz. Man ehrte den Lehrer, indem man ihm einen Preis verlieh. Sonn-Gymnase, der Finalsatz. Er ging fort um zu verreisen. Sie fährt nach Istanbul, um ihre Tante zu besuchen. Du musst lauter sprechen, damit er dich hören kann. Wie heißen die Farben? Wie heißen die Himmelsrichtungen? Wie heißen die Kontinenten? Wie folgen die Jahreszeiten aufeinander? Was bringt der Frühling? Was bringt der Sommer? Was bringt der Herbst? Was bringt der Winter? Wer sind die Familienangehörigen? Welche Tiere sind Haustiere? ist der Icke. Obwohl es beißend kalt war, schien die Sonne. Die Sonne schien, als er sich auf den Heimweg machte. Ich muss zum Zahnarzt gehen, weil ich Zahnschmerzen habe. Ich überlegte, ob ich den Wagen nehmen sollte. Die Strecke, die ich zur Arbeit fahre, ist nicht weit. Ich fühle mich wohl mit meinem jetzigen Alter. Das ist der Warum wirst du zum Friseur gehen? Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Warum suchst du den Regenmantel an? Es regnet. Weshalb läufst du nicht, sondern gehst du langsam? Ich habe es nicht heilig. Warum bist du fortgegangen? Ich konnte meine Aufenthalterlaubnis nicht verlängern. Warum wollen Sie heute Abend nicht mit uns ins Kino kommen? Ich fühle mich krank. So, das ist da dort. Jedes Mal, wenn ich die Fenster reinigte, Regnete es. Wenn ich krank bin, gehe ich ins Krankenhaus. Bevor meine Mutter mich sah, sog ich mein dreckiges Kleid aus. Er trainiert jeden Tag, um besser zu werden. Der Bus stand da, wo er es geparkt hatte.